Das ist die Stärke von Löwe, wenn er Raum hat. Lisevic, sehr geschickt gemacht und Tor. 43. Spielminute, durch ein wunderbar herausgespieltes Kontertor geht der FC Lokomotive Leipzig mit 1:0 in Führung. Die Vorbereitung vom rechten Flügel von Löwe, in der Drehung angenommen, der Ball, Dieter Brey ausgespielt und Lisevic erzielt das 1:0. Tor! Das war Matull, das war der Spezialist, Kopfballtreffer in der 46. Spielminute, steht es, wie wir hier sehen, er hatte vor Torwart Bühns noch den Ball erwischt, 2:0 für Lokomotive Leipzig. Fortuna Düsseldorf muss jetzt 2 Tore schießen, um die nächste Runde zu erreichen. Bei einem 2:1 würde es hier eine Verlängerung geben. Unaufmerksamkeit, Sekunden nur, da war es 2:0. Starke Abwehr verlassen und auf das schnelle Konterspiel, wie hier. Matull. Tor. Henning Frenzel war der Torschütze. Das 3:0, das dürfte die Entscheidung sein in der 55. Spielminute. Nach dem Irrlauf von Torwart Kurt Bühns auf einen Abwehrfehler hin, nicht auf seinen Fehler. Ein ganz geschickt geschnittener Ball, abgeprallt etwas von Bühns. Über die Abwehr hinweg.